Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Return. Und schaut mal, ich habe einfach ausgemacht und wieder an. Und meine Klinge war wieder da. Ehrlich gesagt, ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum so buggy ist. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und da gibt es einige Beschwerden über die PC-Version. Dass manche seltsamerweise buggy sind, manche nicht. Andere wundern sich und oh, meins ist halt buggy. Ich habe eine der Buggy-Versionen gekriegt. Ich mache den mal vom weiten Platz. Geht das? Nein, es geht nicht. Hallo. Aua, aua. Hätte ausweichen sollen, Alice. Alice, andere Richtung. Yeah. Und bin trotzdem 2/3 Rosen. Ich pack es nicht. Ich bin so schlecht irgendwie. Trotz, dass ich... Ja, spiele ich nicht auf leicht eigentlich? Ja, es liegt wirklich schlicht und ergreifend daran. Ich bin total mit der Steuerung durcheinander gekommen. Weil ich wirklich schlicht und ergreifend eine andere Steuerung gewohnt bin und... Boah, geschafft. Yeah. Wir waren durch. So, jetzt? Ich mag nicht durch die Tür gehen. Ich bin doch so klein. Ich bin so klein, Leute. Helft mir. Lasst nicht zu, dass ich da durch muss. So, hier hat man gerade eine Uhrwerkbombe, wenn ich mich nicht irre. Genau. Also, meine Klinge ist wieder da. Ja. Und uns wird natürlich gleich... Oh. Und ich finde das so toll. So absolut toll, ne? Es ist ja so ein Highlight. Ich, ganz ehrlich, ich klinge zwar total desinteressiert gerade, was eigentlich mehr daran liegt, dass ich es doof finde, dass mein Spiel halt so buggy ist. Aber was will man machen? Ich spiele es trotzdem sehr gerne. Fürs LP ist es, wie gesagt, ein wenig nervig. Zack. Oh, entschuldigt, ich bin gerade an das Mikrofon gestoßen. Na super. Tschüss. Egal. Auch wenn wir jetzt die Zähne da haben liegen lassen, das war mir gerade egal. So, wir sind wieder eine Etage weiter, ein Stück. Oh, das ist, Zähne haben wir. Ja, Blume war da nicht, aber Zähne haben wir. So, dann alle hopp. Und ich ahne Schlimmes, wenn das sieht nämlich sehr nach einer Arena aus. Da unten ist schwarz. Da steht wenigstens eine Teekanne. Da drüben steht noch eine. Kann man die gleich anvisieren? Das ist cool. Wow! Zapperlot. Erschreckt mich nicht so. Ausweichen, 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 Alice. Nicht da drunter! Bist du wahnsinnig, Alice! Zapperlot, was machst du denn? Ob es reicht, dass ich die einfach hierher locke? Ich mag mich ehrlich gesagt nicht gerade überhaupt nicht bewegen. Wow, und ab, hau ab, hau ab. Wow. Hier hinten rum, hier hinten rum. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Schön. Hier oben male ich mir nämlich ein bisschen mehr Hoffnung aus. Ja, ich gehe wieder hoch. Ich habe total Angst gerade. Mir liegen diese Kannen hier nämlich absolut nicht. Es ist gerade eine bisschen unfaire Taktik der armen Kanne gegenüber, aber Leute, mal ganz ehrlich, auch wenn ich es auf leicht spiele, ich habe keinen Plan, wieso ich so ablose. Die Steuerung ist echt bescheiden umgestellt, aber ich muss... Aua! Böse kleine Kanne, böse kleine Kanne. Und es steht alles still. Oh, es ist so schön. Oh, das ist eine wunderschöne Uhr gerade. Ist das? Ja, wir können nicht ranzoomen, glaube ich. Aber gut. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ja, toll, das hatten wir mitgekriegt, wie der Kampf begonnen hat.
So, also hier gibt es dann nichts weiter. Glaube ich mal. Hat jetzt halt gerade nicht so ausgesehen. Ich schieße neben das. Ah, gut. Ich finde das schön. Halt! Erst die Erinnerung. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. Was? Wir lernen von Insekten, die ihren Nachwuchs. Hallo? Was sind das? Oh, der Bambi, der ist komisch. Also ich persönlich finde ihn. Eine! Ja, die Warper-Klinge! Ah, schneller Schaden, wenn man sie ziehen kann. Wird gespeichert? Nein. Oh, jetzt hatte ich gerade wieder Angst. Die Klinge wollte gerade wieder nicht. Aber wo sind wir? So, wir haben wieder Zähnchen. Ich gehe mal zuerst in die Richtung, weil hier ein Zahn war. Sah man? Miserarium. Ich habe was gesehen. Das kann ich pfeffern. Es ist schön, wenn man die Schnauze findet. So, was kriegen wir dafür, liebe Schnauze? Und oh, eine Flasche. Oder? Ja, eine Flasche. Flaschen sind gelb. Aber oh, die armen Dodos. Naja, gut, ich will gar nicht wissen, wofür der Hutmacher die benutzt hat. Oder war der Hutmacher der das? Oh. Gut, ich will ehrlich gesagt mir gar nicht gerade weiter vormalen, was sie mit den armen Dodos gemacht haben. Aber wir haben ja schon in der richtigen realen Welt auch ein Dodo gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Anspielung auf das hier war. Da haben wir doch ein Dodo auf einer. Ui? Ui? Auf einem Schild gesehen. Ich hüpfe gleich mal weiter. Und oh, der Dodo tut mir auch leid. Der muss jetzt da die ganze Zeit laufen, wie es scheint. Dodo Miserarium, genau. Es ist alles sehr schön gemacht, muss man schon sagen. Ich finde es grafisch jetzt hier doch schon recht schick. Allerdings muss ich dazu sagen, ich mag Fabriken nicht. Deswegen ist so dieses Technische ja eh nicht wirklich. Ah! Ah, entschuldigt gerade, aber aua. Wie gesagt, ich höre mich hier selber ganz, ganz wenig. Das meiste, was ich höre, sind die Geräusche vom Spiel. Und das tat gerade ganz schön in den Ohren weh, dieses Quietschen. Also für euch war es ja bestimmt relativ leise. Aber ich muss halt relativ laut machen, damit ihr den Ton ebenfalls hört. So, und hops. Eine Runde gleiten und landen. So. Da es bloß den einen Weg gab, habe ich mich jetzt nicht so großartig klein gemacht. Und ich wollte euch noch mehr über Alice erzählen. Also, nein, du klaust mir kein Herz. Hast mir genug Herzen bisher geklaut. Was kriege ich da? Gibt es einen Hinweis? Ja, vermutlich geht es da weiter, weil. Moment. Entschuldigt? Moment. Nein. War die Frage ans Exempel. Kommen wir da lang? Kommen wir da von hier, von dem Püsterich aus lang? Püsterich. Oder kommen wir von oben irgendwo dort lang? Ich glaube es irgendwie. Oder geht es dort drüben lang zu der Erinnerung? Ach du meine Güte, ich weiß es gerade nicht. Ich höre auch keine Schnauze, ich höre nur die Dodos. Das ist das einzige Gute übrigens daran, dass ich das so laut habe, die Musik. Ich höre die Schnauzen wesentlich besser. Aber hier höre ich keine. Die Dodos tun mir trotzdem total leid, ey. Ah ja, gut, gucken wir erstmal, wo es hier lang geht. Wenn nicht, muss ich versuchen, nochmal umzudrehen. Ach, hier ist ein Hebel. Och, na dann. Einmal Hebelchen. Das finde ich übrigens sehr klasse animiert. Diese kleine Geste mit dem Hebel rumziehen, finde ich sehr schick. Wie gesagt, wo war ich stehen geblieben bei meiner Geschichte? ach ja, wie gesagt, die Mutti von einer Freundin hat mir dann mal was vorgelesen. Eine Alice-Geschichte. Wie gesagt, ich fand sie sehr toll. Und daraufhin, wie gesagt, der Hutmacher war dort nun nicht so besonders schick beschrieben. Muss man schon mal sagen. Später,
ich muss ganz ehrlich, den einzigen Hutmacher, den ich neben den Spielen jetzt besonders irgendwie gemocht habe, ist ehrlich gesagt in der Verfilmung, wo Johnny Depp den Hutmacher spielt. Ich finde den optisch zwar jetzt auch nicht so perfekt, ehrlich gesagt, aber ich finde den richtig gut gespielt. Und kommen wir darüber? Schaffen wir das? Drück die Daumen! Ja, gerade so. Steck seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Okay, die Eltern sind also nach 10 bewusstlos. Das wird vermutlich daran liegen, dass sie schwer arbeiten. Wobei ich, ja doch, ich kann nachvollziehen, warum die Mutter so fertig ist. Ein Kind zu erziehen ist sehr anstrengend. Wir haben hier gespeichert. Ich sehe die Speicheruhr, schick. Aber ich beende den Part nur nicht nach 5, 6, 7 Minuten. Ich habe den Timer etwas später angemacht. Auf jeden Fall, die Geschichte hat mich sehr begeistert. Ich fand den Hutmacher zwar so von der verrückten Art cool. Nur bisher habe ich nur wenige Hutmacher gesehen, die mir umgesetzt wirklich sehr gut gefallen haben. Also diese roboterartige Version hier bei Alice Madness Return finde ich noch mit am schönsten. Obwohl ich, wie gesagt, dieses... Der Lohn für deine kindische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich nicht den Aufregung, aber meine Warnung von keiner her. Und so bist du nicht gleich für den Hunger, mit dem man den Böll in den Kopf geworfen hat. Wie ein Hummer. Mhm. Was machst du da? Oh. Okay. Wie ein Hummer. Ich will mich nicht wie ein Hummer fühlen. Ihr sicher auch nicht. Da ging die Faust. Kommt hier auch eine? Nein. Oh, ich muss mir jetzt immer ein bisschen genauer umgucken. Hicks habe ich wieder gemacht. Wie gesagt, der Hutmacher hier gefällt mir noch mit am besten. Wie ihr euch vorstellen könnt, der Märzhase und das... Was? Hä? Ups. Da war ich etwas zu neugierig. Weil, habt ihr das auch gesehen? Der eine Stein hat hier gewackelt. Aber wenn ich von hier gucke, kann es kein Geheimnis geben. Ach, das ist Grafikfehler. Ich liebe die Grafikfehler. Zack. Geschafft. Beim Versuch Nummer 2. Hier rennt noch so ein armer Dodo durch die Gegend. Aber die sind, wie man sieht, brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, denn die Dodos bestehen vermutlich auch aus mehr als 50% aus mechanischen Teilen. Das bebt bis hier rüber. Das ist so cool. So, hier kommen wir gerade nur mit der Bombe weiter. Dann wird das Rad vermutlich hoch. Ach, Sapperlot, schon wieder sowas. Gut, wir werfen ein weißes Kaninchen. Ich finde das übrigens auch schön, wie sie generell alle Figuren hier schön verarbeitet haben. Muss man gleich mal gucken. Was vergessen? Nein? Gut. Wie sie das hier so schön gemacht haben. Ich hab's geahnt irgendwie. Wir haben ein bisschen zu viel Glück bisher gehabt. Ich finde es sehr schön gemacht. Also, der Hutmacher ist ja nur für die Mechanik zuständig in diesem Spiel. Entschuldigt, das ist schon wieder so eine Stelle, wo ich mir eine sehr sinnlose Frage eigentlich stelle, aber mal ganz ehrlich, da laufen jetzt die Füße vom Hutmacher. Sie laufen, 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 sehr schnell, aber mal ganz ehrlich, Leute, wird der Hutmacher müde sein, wenn er seine Füße wieder kriegt? Wird er die noch merken und? Das sind so Fragen, die sich mir banalerweise stellen, aber ja doch, sie stellen sich mir überhaupt. So, ich werde in Kampf? Nein? Was ist das? Müllschlucker. Aha. Die armen Füße, guckt euch das an. Die rennen und die armen Dodos müssen auch mitrennen. Und die Füße. Aber gut, der Hutmacher, die es ja schon wissen, ist ja nur ein ziemlich großes Individuum. Und ich will hier nicht runterfallen. Huch, oh Gott, die Perspektive. Voll geglitscht. Was war denn das? Das war total ein Fehler.
Nein, wieso ist die eigentlich rückwärts gelaufen? Verstehe ich hier gerade auch nicht. So. Und alle hopp. Und hopp. Und hopp. Und geschafft. Schick. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt vermutlich nur so, aber ich habe doch ein bisschen das Gefühl, ich werde besser. Ah, fein lassen, schnell. Ich nehme alles zurück. Ich nehme echt alles zurück. Von wegen besser. Zack. Nein, nein, ausweichen! Boah, zack, 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 und zack, zack, ausweichen! Yeah! Ich gebe zu, ich habe gerade mega viel Glück. Es wird gefährlich, es wird gefährlich. Yeah, ausgewichen. Nochmal. Ah, nein, nicht ganz. Das war sein armer Weg. Ich musste die Schrauben jetzt erstmal loswerden, Leute, weil die haben mich... Ja, es hängt erstmal schön. Während eines Kampfes, das finde ich ja jetzt gar nicht so rauschend. Was, wie sehe ich da an? Ich habe jetzt einfach auf gut Glück irgendwas gedrückt. Da war die Schraubele. Und ich werde verlieren. Und ich werde verlieren. Denn ich habe den Großen noch nicht platt. Oh. Und ja, ich werde gerade einfach mal lebensmüde. Wo ist das Schraubennest? Okay, das war mehr als knapp, wie ihr gesehen habt. Und es war gerade reines Glück. Die Steuerung hat zwischendrin gehangen. Es ist unglaublich. Also hier, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wir spielen es auf einfach. Ich spiele es auf einfach. Und ich bin definitiv der Meinung, wir spielen es eigentlich auf normal oder gar auf schwer. Durch diese... Fehler in der Steuerung. So, haben wir jetzt irgendwas verpasst. So, Hase. Ja, der Hase ist in der Richtung. Wir wollen nicht in die Richtung. Und ein Hebel ist in der Richtung. Alles klar. Und eine Flasche haben wir auch noch in der Richtung. Jetzt nehmen wir den Hebel. Und aktivieren die Bombe. Und, oh, der arme Dodo. Geht das noch schneller? Das dachte ich gerade, das geht noch schneller. Ach du meine Güte. Dann tun mir die Füße immer mehr leid. Aber wie gesagt, der 1, 2, 3. Entschuldigt. Das mit dem Kampf hat mich so geflasht gerade. Ich bin gerade so fertig. Oh, mein armes Herz wollte ich schon sagen nach dem Kampf. Nein. Also der Hutmacher ist ja mechanisch und seine Füße dementsprechend auch. Also er wird bloß ein paar Schrauben vermutlich nachziehen müssen. Er wird gar nicht so fertig sein. So. Ach Gott, bloß weg aus dieser Arena. Jetzt gehen wir hier hinein und fahren hinauf. Hinauf ins Unglück. Ja, hinauf ins Unglück. Hier noch was? Nein. Kommt hier auch was runter? Nein. So, einfach auf gut Glück losgerannt. So, hier haben wir... Was machst du? Okay, hier bin ich sicher. Wie gesagt, Leute, ich renne auch oft einfach mal auf gut Glück los. Der hängt dank dem Rohr, was da liegt.
Okay, gut. Wir haben wieder ein gutes Stück geschafft. Was haben wir hier? Also außer der Blume. Uah, bloß nicht. So, sonst noch was? Ein Hinweis? Nein. Gut, dann schnappen wir uns mal die Schrauben. Aber wie sieht es mit den Herzen aus? Voll mittlerweile? Glücklicherweise. Und übrigens, wir kriegen zum Glück, das weiß ich noch, wir kriegen ja zum Glück noch mehr. Noch mehr Rosen. So, noch ein Hebel in der Richtung. Da drüben ist der Hebel. Haben wir noch was? Irgendwas? Nein? Gut. Na, wie gesagt, ich will nichts vergessen, deswegen guckt. Entschuldigt, wenn ich. Hebel. Vielleicht hört es dann auf zu beben. Ach, sowas verunsichert mich gerade nach dem Kampf. Ah. Gut, das geht auf. Da drüben bauen wir einen Weg. Oh oh, oh oh. Du glaubst wohl, das kann uns auch fallen. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Was ist das gar nicht? Ganz ehrlich, kleiner Merzhase, ich will dich gar nicht. Ich finde dich zwar schon cool zusammengebaut, aber das war dann auch, glaube ich, schon alles. Wie gesagt, ich finde den cool zusammengebaut, aber. Nee, besitzen will ich den dann doch nicht. So, Hase, tot? Schon wieder tot? Oh, bitte nicht. Kommt hier noch was runter? Scheint jetzt alles zu hängen und zu stehen. Was? Ach, da oben die hauen noch drunter. Oh, jetzt habe ich mich ja fast. Wollte ich schon sagen, werden wir noch platt gemacht? So, und hier sehen wir die Füße. Die stehen, als wenn gar nichts wäre. Also sind die bestimmt nicht müde. Dann legen wir mal den Hebel um und gucken mal, wie die jetzt zum Hutmacher kommen. Der Müllschlucker geht auf. Das habe ich mir ja nur schon gedacht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr alles. Wir springen munter hinterher. In den Müllschlucker. Jeder weiß, dass unter Müllschlucker eine Müllpresse ist. So. Wir rutschen munter runter. Wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretären, Chaiselongen, Klappstühlen, Hockern. Okay, warum auch immer er gerade diese Aufzählung gemacht hat. Hä? Wir hatten doch die Flasche schon. Na, sie leuchtet auch nicht. Egal, wir nehmen sie nochmal mit. Sicher ist sicher. Wir gucken nochmal fleißig und munter nach Zähnen. Jetzt stehen die Füße hier rum. Die haben auch nichts zu tun, oder? Wird da wieder zusammengebaut, wenn wir die Arme dann auch noch haben, oder? Das ist sehr lustig. So, einen Moment bitte, mir juckt die Nase. Und ich habe beim besten Willen keine Lust, in einem Let's Play zu niesen. Ich habe schon genug gehustet in meinem ersten, das hat mir gereicht. So, wir gucken mal ganz kurz nach den Zähnen. 415, das wird, glaube ich, noch nicht reichen, oder? Nein, 575 brauchen wir. Okay. Jetzt habe ich mich verschluckt. Maus ist raus. Klinge geht noch. Pfeffermühle geht. Gut. Weiter geht's. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich. Ich werde ab sofort jedes Mal, wenn ich ins Menü gehe oder aus dem Spiel raus und wieder rein, werde ich überprüfen, ob auch ja alles geht. Wenn es gar nicht erst geht, dann brauche ich keine Aufnahme machen. Weil das war vorhin echt gemein, dass meine Klinge nicht funktionierte. So, jetzt gehen wir wieder hoch aufs Ziffernblatt, welches der Hutmacher vorhin meinte. So. Wir halten immer noch. Das haben wir so hochgehen lassen da unten. So. Und nur zur Sicherheit. Ich weiß, wir haben das schon, aber da mein Spiel so, sagen wir mal, wirklich fehlerhaft ist, sammle ich sie lieber doppelt ein. Auch wenn wir sie nochmal hören. Sie war ja nicht lang, wenn ich mich recht entsinne. Und ich entsinne mich recht. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Und ich finde die jetzt immer noch ziemlich gemein. Man kann doch nicht einfach die Kindereien ablegen. Wo kämen wir denn dahin? Jeder Mensch hat eine kindische Seite. Wenn man die nicht hat, dann wird man ja übel streng und erzogen und langweilig.
Entschuldigt, wenn ich das jetzt so nenne. Aber jeder, der nicht wenigstens ein bisschen Spaß im Leben hat, wird total langweilig. Ich finde die Musik übrigens toll. Dum, 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 dum. Ja, also, ich bin also eigentlich nur durch Alice gekommen, weil ich eine Grinsekatze Plüschfigur hatte. Dann eine... Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Joa, wie so ein... Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter. Und auch sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Grafen und tot. Oh. Kannst du nicht hierbleiben, Grinser, bitte? Und du, was? Ich, ja, die Maus, definitiv Maus. Kannst du ruhig sein? Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Wir hatten ja ein C. Und zu arbeiten. Schmelzen und wiederkehren. Ja, das hatten wir schon. Weiter. Und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Blub. Entschuldigt, aber blub, 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 blub. Ich finde das schrecklich, was die hier labern. Und die hören nicht auf. So, das ist auch kein Wunder, dass mein Spiel jetzt hängt. Hin und wieder ein wenig. Und es wird warm hier. Oh, kann man das abschießen? Ich befürchte nicht. So, was haben wir? Ah, da ist ein Schalter. Bing! Entschuldigt, ich versuche gerade dieses, ein schlechter Arbeiter ist ein guter und ein guter ist ein schlechter und was auch immer diese Maus, Maus? Ein Zahn. Wo müssen wir hin? Wirbeln, da lang, alles klar. Ein Zehnchen. Was? Ich hab das gerade richtig gehört, oder? Warte mal, was steht da? Dekadenz, Abfall im Überfluss. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Aber was soll denn das für ein Mist? Der Zahltag ist auf Unmöglich. Was? Oh, wie könnt ihr nicht zahlen? Euer neuer Anführer. Willkommen, Effizienz. Aha. Also Maus und... Oh Gott. Grinsekatze, warum ist hier ein Bild von der Grinsekatze? Das ist toll. Ich will auch ein Bild von der Grinsekatze haben, aber ich kann sie hier nicht rufen. Hier ist aber auch kein Geheimnis gewesen jetzt. Ich wollte nur mal nochmal auf Nummer sicher gehen. Speichert? Bitte? Nein. Mist. Ach, man soll ja nicht fluchen. Fluch ist eine schlechte Eigenschaft, finde ich. Manchmal muss sie aber sein. So, da drüben haben wir gleich wieder einen Kampf. Ich hoffe, danach können wir speichern. Beziehungsweise es speichert dann hoffentlich danach. Also hier ist schön warm. Da drüben sehe ich schon eine Flasche. Na super. Es sieht nur nach klein aus. Bitte lass es auch nur kleine sein. Aber das Glück haben wir ganz sicher nicht. Hallo? Was war das jetzt? Lalalala. Wo ist Anwesen gewesen? Da jetzt. Ui! Ich will eine Runde gehen. War es das? Ja, laut der Musik war es das. Okay. Ja, ihr habt gehört, ich habe gerade versucht, einfach mich abzulenken nebenbei. Ich bin kein Fan von diesen Kämpfen mit den Tekern oder mit diesen riesigen bösen Verfalldingern. So, Erinnerung? Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Aha, mit Gas und Öl. Ohne Gas und Öl, so rum. So.
Die Lava? Ach, es ist gerade ein wenig. Entschuldigt, dass ich gerade so seufze, aber ach Gott, ich habe den Kampf überstanden. Und das nicht mal mit wirklich viel Schaden. Jetzt darf ich nur nicht sterben bis zum nächsten Speicher, weil ich habe absolut nicht darauf geachtet, ob es gespeichert hat. So, wo müssen wir jetzt lang? Ja, wir sind ja noch gar nicht bei der Maus. Aber, ey, mal ganz ehrlich, das sieht toll aus. Kann man? Wir waren doch gerade 2 Cs. Nein, wir gucken mal. Guckt mal, wie die Blinze in die Tee kann. Ich finde das so toll, aber es ist leider kein Tee, Leute, den die ausgießen, sondern glühende Lava. Nicht so berauschend. Aber lässt sich leider wohl nicht ändern. So, eine Erinnerung war das. Drüben hatten wir eine Flasche. Und wie kommen wir jetzt weiter? Ach, da drüben. Kommen wir hin? Ja. Zähnchen? Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen. Schaffen wir? Ja. Schick, Alice. Du kannst richtig weit gleiten. Aber mit diesem, mal ganz ehrlich, mit diesem tollen Rock, da ist das kein Wunder. Mit diesem tollen Reif. So, eine Runde klein und wieder groß. Jetzt, wo sind wir? Wo? Unter unserem Kampffeld von gerade. Okay. Also ich komme mir langsam ein bisschen vor, als ob ich viele Stellen wirklich blind spielen würde. Weil ich mich an viele Stellen gar nicht mehr erinnere. Wie gesagt, meistens spiele ich das Spiel eher aus Langeweile mittlerweile, weil ich es einmal komplett durch hatte. Boah, ich spiele dementsprechend dann leider auch nie sehr weit. Also ich komme selten dazu, den Hutmacher zu komplettieren. Aber ich muss halt zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch leider immer nicht so viel Zeit zum Spielen. Es ist wirklich maximal eine Stunde, die ich am Abend da rein investieren konnte bisher. Hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Ich habe jetzt ein bisschen andere Prioritäten. Muss ich da rüber? Ich muss auf das Ding da drüben. Na super, wie mache ich denn das? Jetzt. Och, gerade so, schick. Gerade so geschafft gehabt, gerade Leute. Das ist ja knapp. Ich habe euch auch mit wieso schon wieder einen Kampf. Also echt, ein bisschen übertrieben finde ich das jetzt doch schon ein bisschen. Mir schon wieder hier einen Kampf in die Mitte zu setzen. Darf ich denn jetzt bitte weiter? Oh, zu weit gedreht? Da lang. Ja. Es ist nur nicht so toll, dass sie in die Lava reingeht, die Plattform. Schnell rüber hier. Habe ich was verpasst? Ich glaube nicht, sah nicht so aus. Gut. Hier haben wir Blume und ein Kampf. Okay, ich hoffe jetzt, dass der nächste Speicherpunkt bald kommt, weil ganz ehrlich, ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich habe sonst wieder Angst, dass wir jetzt hier spielen und dann plötzlich die Aufnahme abbricht. Ein bisschen Angst habe ich davor schon. Oh, sieht aus wie ein großer Kampf. Leute. C, Katze, wo? Da in der Ecke. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Metall, Hebel. Okay, Katze. Lieber Grinser, ich werde versuchen, deinen Rat zu befolgen. Ich finde das Zeichen übrigens cool von ihm. Okay. War jetzt hier ein böser Kampf? Hier haben wir gespeichert. Gespeichert. Oh, Leute. Aber genau beim Kampf, ey, das ist doch unfair. Leute, ich finde das jetzt ein bisschen fies. So komme ich da. Oh, der hat einen dicken, fetten, goldenen Zahn fallen lassen. Komme ich da jetzt auf die Schnelle ran? Ich glaube nicht. Aber noch unfairer finde. Moment. Ich höre eine Schnauze. Ich höre eindeutig eine Schnauze. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, weil
in einer meiner letzten Folgen hat man sie nicht gehört. Ich wusste, dass es eine ist, weil ich es höre. Oh, ein C? Eine Schneekugel. Alles klar, ich glaube, die müssen wir betätigen. Auf die Plattform da vermute ich mal stark. Nein, nur fast weit. Aber da war doch eine Schnauze. Ist sie da unten drin? Also ich weiß ja, dass es auch unsichtbare Schnauzen gibt. Das weiß ich noch. Das fand ich mich unfair. Da drüben ist ein Schlüsselloch. Da kommen wir aber noch nicht ran. Vielleicht kommen wir schlicht und ergreifend an die Schnauze auch noch nicht ran. Na gut, wir hatten eigentlich jetzt einen Speicherpunkt. Ich werde die Folge hoffnungslos, radikal und mit voller Absicht überziehen. Das wird wieder ewig beim Schneiden dauern, dementsprechend. Oh, was war das? Hat wieder gehangen. Aber ich hoffe jetzt ein wenig. Ich hoffe eigentlich ganz, ganz doll, ganz ehrlich. Ich hoffe ganz, ganz doll. Oh. Ich hoffe ganz, ganz doll, dass wir gleich noch einen Speicherpunkt haben, wenn wir den Hebel betätigt haben. Weil ich will einfach nicht draufgehen. So, schaffen wir es? Noch geschafft, gut. Oh nein, nein, hier kommt auch gleich was runter. Oh Gott, ich hatte das gerade voll übersehen, dass da Lava runterkommt. Oh, Leck im Rohr. Halleluja. Oh, Schreck, lass nach. So, wir haben alle Rosen voll. Wir haben... Das Update mache ich in der nächsten Folge. Und dann drehen wir das Rad. Drehen wir eine Runde am Rad. Und? Jetzt. Lass mich raten, wir kämpfen wieder. Ja, und ich habe nicht darauf geachtet, ob es jetzt gespeichert hat. Super. Na gut. Ich habe es geahnt, Leute. Oh, nein, was ist jetzt? Ah, es hängt. Huch. Ja, da war man unten angekommen. Na gut. Sind wir schon unten. Und da ist auch die Schnauze ganz schnell. Ja, Schnauze haben wir gefesselt. Flasche erhalten. So, kann man die mal schnell aufheben während des Kampfes? Ja, wir konnten sie während des Kampfes aufheben. Das war doch voll gerade. Wir müssen aber wieder hoch, wir müssen den Dicken killen. Wir müssen den Großen besiegen. Aber habe ich Angst, dass er uns fertig macht. Wow! Oh nein, 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 nein. Oh, ich hasse Schraubeln. So, mal ganz ehrlich, das musste jetzt sein. Und dass ich so leise bin, tut mir ein wenig leid. Aber mal ganz ehrlich, ich muss erst die Nester fertig machen, sonst habe ich gegen den Großen absolut gar keine Chance. Deswegen verzeiht, dass ich gerade ein bisschen leiser bin, aber der Kampf macht mich schon wieder wahnsinnig. Komm schon jetzt! Nein! Aber immerhin gibt er mir die Rosen wieder.
So, wir haben also während des Kampfes eine Flasche eingesammelt, eine Schnauze abgeschossen und unglaublich viele Rosen verloren. So, ich gehe mich auch zuerst unten wieder umsehen, weil wir hier, wie man sieht, sehr viel vergessen haben. Also, ja, wir hatten einfach gerade noch keine Zeit, alles einzusammeln. So, noch mehr? Ich weiß, dass da noch das eine Schlüsselloch war. Hier unten hatten wir jetzt nun schon die Schnauze. Und ich hatte es geahnt, dass sie unten drin war, ne? Hatte ich geahnt. So, da ist das Schlüsselloch. Es ist ja alles so schön tief gekühlt hier. Was mich auch wundert, dass er so extrem schnell abkühlt. Aber gut, das ist das Wunderland. Es folgt keiner Logik, keinem Sinn und nichts. Nur Alice weiß, was im Wunderland wirklich abgeht. Also, gut, Leute, sie sollte es wissen. Aber hier sucht sie ja selber nach dem Grund, nach dem Wieso, Weshalb, Warum. Und ich würde jetzt gerne speichern, ganz ehrlich. Können wir da drüben auch rein? Huch. Nee, bestimmt nicht. So, da drüben sehe ich noch eine Erinnerung. Super. Wir fallen gerne runter. Komme ich da ran? Nein, so nicht. So auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht. Also die Steuerung mit der Maus finde ich ein wenig unpassend, aber so, vielleicht kommen wir ja von hier drüben ran. Also ich versuche jetzt wirklich da ranzukommen, deswegen, es wird mega lang, Leute, wenn ihr das seht. Dann sage ich euch gleich, dass ich verzweifelt war. Ja, und wir haben es genau so rum geschafft. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Es ist aber dann so schrecklich kalt. Okay, wir hoffen mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Und dass es speichert, bitte. Und wir laufen auf einem Lavastrom, falls euch das aufgefallen ist, auf einem abgekühlten Lavastrom. Und wie zu erwarten war, der nächste Bug. Gut, er ist vorbei. Ich habe es gerade nicht mitgekriegt, aber es war gerade sehr crazy. Also, sie ist einfach gelaufen. Sie ist gelaufen. Ich habe nichts gedrückt, sie ist hier lang gelaufen. Deswegen habe ich mich gerade umgedreht und alles. Man muss dann da ein bisschen dagegen steuern. So, hier finden wir nichts, aber es hat gerade gespeichert. Deswegen, ich werde jetzt hier ganz flott die Folge beenden. Ich werde jetzt hier einfach den Part beenden, sonst dauert das nachher beim Schneiden und Rendern so extrem. Und beim Abspeichern, das will ich nicht. Deswegen sage ich jetzt hier, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann verzeiht, dass ich so wenig geredet habe in den Kämpfen, aber ich muss mich so konzentrieren. Also dann, ciao!